Auf den Spuren der CA, Sowjetarmee, die wohl im Vogtland einzige Panzerstraße, welche zu DDR-Zeiten für die Sowjetarmee gebaut wurde und heute noch fast im Originalzustand, abgesehen vom Verschleiß, vorliegt. Der neben dieser Straße befindliche Radweg wurde erst nach 1990 gebaut. Auf beiden Seiten der im Video zu sehenden Straße befand sich der Truppenübungsplatz der damaligen Sowjetarmee. Vorzugsweise fuhren auf dieser Straße gepanzerte Kettenfahrzeuge. Das Video zeigt den Kameraflug von Neuendorf in Richtung Schneckengrün. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Betrachten der Luftbildaufnahmen. Links im Video ist der große Weidenteich zu sehen. Dieser gehörte auch mit zum Truppenübungsplatz der damaligen Sowjetarmee.